Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich bin Marcel von EA Games und es geht endlich los. Nein, nicht mit Resident Evil Village. Das geht in einigen Tagen los. Wir wollen als kleines Warm-up Resident Evil 7 zocken, ja? Ich habe das Spiel noch nie gezockt, ja? Ich bin wirklich Frischling. Kein Plan, was mich erwartet. Ich muss gestehen, ich bin ein kleiner Schisser, ja? Also daher, es kann sein, dass es manchmal ein bisschen laut wird, wenn ich hier aufschreie und mit dem Mikro durch die Gegend schmeiße oder mit meinem Kopf heran. Keine Ahnung. Ja, dann würde ich mal sagen, wir starten das mal und ab geht's. Wir zocken auf normal, würde ich mal sagen. Hey Baby, ich wollte dir nur schnell Hallo und ich liebe dich sagen. Oh, gute Nachricht. Ich komme bald nach Hause. Yay! Ich kann es gar nicht erwarten, mit diesem Babysitter-Job fertig zu sein und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermisse dich. Ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermisse dich so sehr. Ich schicke dir 1000 Küsse. Tschüss, Baby. Ethan, du hattest recht. Ich habe dich angelogen. Das war falsch, aber ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht, such mich nicht. Hey, hier, ist Ethan. Oh, hey, alles in Ordnung? Du warst auf einmal verschwunden? Ja, nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Es ist Mia. Sie ist nicht tot. Sie lebt. Sie ist zurück. Sie wurde gefunden? Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Tja, ich weiß nicht wie. Aber sie ist zurück. Wieder zurück. Vielleicht ist es ein Scherz. Sie will, dass ich komme und sie hole. Wo ist sie? Dalvi. Dalvi, Louisiana. Mann, es sind jetzt 3 Jahre. Ich weiß. Aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was passiert ist. So. Hier sollte es sein. Da sind wir wohl angekommen. Hat sie nicht gesagt, such mich nicht? Naja, okay. So, Spielhinweise. Okay, alles klar. Das ist die Map. Okay, Akten. Gibt's doch gar nicht. Ja, ich bin ja wirklich gespannt. Wie gesagt, ich bin ein kleiner Schisser. Eigentlich traue ich mich sowas nicht. Vor allem, manche zocken es ins VR. Mal schauen. Vielleicht mache ich das auch nochmal. Okay. Scheint zu sein. So, kann man jetzt gehen? Kann ich schneller laufen? Ah, okay. Sever Gators Projektvorschlag in ein Geisterhaus von Louisiana schleichen. Okay. Was? Schließt sich uns an. Okay. Nimm ihre Gabe. Okay.
Kann ich da rein? Nein. Vielleicht kann man ein bisschen schneller gehen hier. Hier ist ja irgendwie gefühlt. Ja, tote Vögel. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Okay, wie bin ich hier jetzt reingekommen? Hier? Okay. Ach, hier bin ich durchgekommen. Ah, okay, wahrscheinlich hier. Ja. One way, würde ich mal sagen. Es geht nur weiter geradeaus. Lecker. Oh, Mist. Dschungelcamp. Mist. Noch lache ich, ja? Noch lache ich. WTF. Was ist das denn? Ist das ein Hund? Hallo? Ist jemand da? Ja, das ist die Familie. Die Crazy Family. Okay, hier fehlt auf jeden Fall eine Sicherung. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Ah, okay, hier können wir abspeichern. Gut.
Okay. Mit der Kassette können wir wahrscheinlich nach unten gehen. Inventar machen wir mit Y. Okay. Diesen Typen her. Mach mal halblang, Pete. Hey, ich arbeite nur mit Profis. Apropos, pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Der neue Typ? Ich sehe es nicht. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Neuer Plan. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren, danach filmen wir das Intro. Genau wie immer also. Nur sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Sewer Gators. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Verzückt. Laufen wir? Okay, los geht's. Mach mal Platz da. Verschlossen. Nach dir. Hä? Warum sind wir diesmal in der Hölle? Probst du auch mal? Was proben? Mieses Haus, gruselige Geräusche. Spukt es hier? Leck mich. Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete, nicht Chefmoderator. Was sagst du? Nichts. Worum geht's hier, André? Verlassenes Farmhaus, vermisste Familie, Verbrechen vermutet. Das Übliche. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? 3 Jahre. Clancy, mach davon eine Einstellung. Gibt einen tollen Zwischenschnitt. Also, ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Bakers. Jack und Marguerite Baker. Und sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Offenbar ein schwarzes Schaf. Ach, Mist! Warum habe ich nur meine guten Schuhe angezogen? Oh, Scheiße! Gut, dass ich geimpft bin. Obwohl, das wäre ein toller Hintergrund. André, was meinst du? André? André! André! Clancy, weißt du, wo André hin ist? Wo ist er? Echt unglaublich! Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Ich meine, Produzenten kommen und gehen, aber ein Kameramann wie du, Clancy, du bleibst bei mir. Okay, ist offensichtlich alles noch im Haus, so wie es war. Was war das denn? Hast du es gehört? André! Wo zum Teufel ist der? André, wo bist du, Mann? Zur Hölle! Soll das ein verdammter Witz sein? Okay, neuer Plan. Wir finden André und gehen. Ich meine, scheiß auf die Sendung!
Was siehst du? Was ist? Gar nichts. Komm runter. Oh, da ist er. Oh mein Gott, okay. Mann. Okay, offensichtlich hat er hier quasi irgendeinen Mechanismus betätigt, okay. Lecker Wasser. Ich glaube, wenn er hier rauskommt, wenn Ethan hier rauskommt, da hat er erstmal drei Augen oder sowas. Okay. Das war Andrzej, glaube ich. Ah, okay, hier ein Bolzensteiner, das ist schon mal gut. Mir, Heidi gewandelt, tot, gewandelt, gewandelt, tot, 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 okay. So, befreien wir mal Mia. Okay. Mia, Gott sei Dank habe ich dich gefunden. Ich bin's, Ethan. Ethan? Ethan? Ist du in Ordnung? Du solltest nicht hier sein. Was meinst du? Du hast mich kontaktiert. Nein, nein, hab ich nicht. Hab ich? Hat dich jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Er? Wer ist noch hier? Was geht hier vor sich? Daddy kommt. Wir müssen gehen. Daddy? Wir müssen gehen. Jetzt! Wohin führst du mich? Zu einem sicheren Ort. Wirst du mir erzählen, was hier los ist? Süße, du warst 3 Jahre weg. 3 Jahre? Wirklich schon 3 Jahre? Ja.
Was ist das hier? Was haben Sie dir getan? Nicht jetzt. Wir müssen erst hier raus. Ich glaube, es ist hier lang. Mia, wir müssen reden. Die Nachricht, die du mir geschickt hast. Nicht ich. Das war nicht ich. Aber das hast du. Hab ich nicht. Okay, gut. Erzähl mir nur, was hier los ist. Ich sag dir alles, was ich weiß. Wir müssen hier entlang. Mia, weißt du wirklich, wo du hingehst? Die Familie hat mir da Essen durchgereicht. Ich erinnere mich. Dort ist es. Hier ist es. Ich kenne diesen Raum. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg! Wir werden eine Familie sein. Jetzt, wo du da bist. Es gibt noch eine Tür hier, ich bin mir sicher. Okay. Nein! Nein! Lass mich in Ruhe! Mia? Okay, ich gehe erstmal nochmal dahin gucken, ob hier noch was ist. Oh, ich hasse sowas, ne? Also wirklich, so ein Gewitter und so ein Kram hier jetzt gerade. Mal anrufen. Okay, jetzt haben wir eine Karte. Schon mal gut. Ah, wir sind hier. Das war die Treppe. Vernagelte Tür, schon mal nicht so cool. Alter, wer klopft denn da jetzt? Okay. Ganz chillig bleiben, ganz ruhig bleiben. Thank you.
Okay, hier kann ich nichts machen. Ist klar. Ich gehe da nicht runter. What? Hier, warte, warte! Ah! Puh, was geht hier ab? Oh mein Gott. Okay, Telefon. So, erstmal checken wir mal hier. Was? Wo ist sie denn jetzt hin? Was ist hier los? Ich heiße Zoe. Bei dem Dachboden solltest du rauskommen. Dachboden? Geh dahin. Jetzt. Okay, Freunde, wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Episode. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Also, ich finde es richtig cool, richtig spannend. Geht gut ab. Ja, wie es weitergeht in der nächsten Episode, hinterlasst gerne ein Abo, ein Like und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.